Das letzte Video des Jahres. Legen wir dieses verdammte 2023 endlich mal zur Ruhe. Zum letzten Mal dieses Jahr. Los geht's. Dem einen oder anderen war jetzt vielleicht das Intro ein bisschen zu hart, aber ich habe wirklich Gründe dafür. Anfang des Jahres ist unser 4-jähriger Sohn leider sehr krank geworden und seitdem kämpfen wir einmal um das Leben unseres Kindes und inzwischen darum, so viel wie möglich von unserem Kind wieder zurückzubekommen. Der Kleine ist jetzt 5, der ist seit Anfang des Jahres nicht mehr zu Hause gewesen, meine Frau auch nicht. Sie ist bei ihm Tag und Nacht und wie gesagt, wir kämpfen. Ich habe das gemacht, was ich machen kann. Das bedeutet, von hier aus, die sind nämlich 3 Stunden entfernt in der Klinik, ich habe meine Arbeit nochmal einen Tag dazu gemacht und ich habe mich komplett in die Arbeit gestürzt. Nicht nur in meine normale Arbeit, sondern auch hier in YouTube. Wunderschönes Geräusch. Und dafür gibt es einen Grund, warum ich das gemacht habe. Ich versuche, mir die Zeit so zu verplanen, dass ich nicht dazu komme, über verschiedene Sachen nachzudenken. Wenn ich das nämlich mache, dann wird es noch mal komplizierter. Und damit darf ich mein Gehirn nicht beschäftigen. Wie gesagt, meine Frau ist 24 Stunden bei ihm. Die sind ein paar Stunden von hier entfernt und ich mache halt das, was ich machen kann. Ich kompensiere dieses zweite Gehalt, indem ich einfach mehr arbeite. Und es ist so viel passiert, was YouTube anbelangt, für das ich unheimlich dankbar bin. Und es ist wirklich unglaublich, was da passiert. Was ich nicht kann, ist mich darüber freuen. Ich hoffe, das kann man verstehen oder nachempfinden. Ich bin unheimlich dankbar, mir fällt es aber schwer, mich drüber zu freuen. Ich habe letztes Jahr genau an diesem Tag ein ähnliches Video gemacht. Da sah die Welt noch anders aus, da war die Welt noch in Ordnung. Da hatte ich Pläne und dies und jenes. Und wir vergleichen mal dieses Video heute zu dem Video von vor einem Jahr. Und lasst uns als erstes mal die Zahlen vergleichen. Vor 2 Jahren lag ich bei 1000 Abonnenten um die Weihnachtszeit. Letztes Jahr so bei 6,5, jetzt bei ungefähr 12. Also es hat sich ungefähr verdoppelt. Unglaublich. Ich liege bei 12.000 Abonnenten und ich bin dankbar für jeden einzelnen von euch. Innerhalb von einem Jahr verdoppelt. Das ist der absolute Wahnsinn. Die Klickzahlen sind auch um ein Vielfaches gestiegen. Die Einnahmen, ich habe ja auch über Geld gesprochen, es war aber schwierig, weil letztes Jahr hatte ich gerade mal 2 Monate, diese stärksten Monate des Jahres. Über das Jahr gesehen, von Januar bis, sagen wir mal, November, hat sich es ungefähr verdoppelt. Ich habe auch eine Pause dazwischen gemacht von mehreren Wochen, da wo unser Kind auf der Intensivstation war. Nichtsdestotrotz habe ich aber dieses Jahr mehr Videos als letztes Jahr gemacht. Ich hatte letztes Jahr 55 Videos, dieses Jahr liege ich so ungefähr bei 60, die Shorts und so weiter zähle ich jetzt mal nicht mit. Also mehr Arbeit, es ist mehr bei rumgekommen. Es ist wirklich der Wahnsinn, wie raketenartig das steigt. Irgendjemand, der 100, 200, 300.000 Abonnenten hat, wird drüber lachen. Für mich ist es wirklich eine ganz, ganz große Ehre und ich bin da echt sowas von dankbar und stolz drauf, dass ich kann es gar nicht in Worte fassen. Wie sieht es mit Geld aus? Eingenommen, wie gesagt, das hat sich ungefähr verdoppelt. Was habe ich denn ausgegeben? Naja, ich habe dieses Jahr auch wieder Equipment gekauft, schon allein das ganze Podcast-Equipment. Ich habe einen Switcher gekauft, einen Videoswitcher, damit ich live mehr darstellen kann. Ungefähr 3,5 habe ich ausgegeben dieses Jahr. Ich weiß, jetzt wird der ein oder andere Mathematiker und das ein oder andere Buchhaltungsgenie um die Ecke hüpfen und sagen, darfst aber nicht so rechnen. Doch, darf ich. Ich habe es halt in dem Jahr ausgegeben und damit hat sich's
Wie gesagt, dabei belassen wir es. Ich hatte sehr hohe Ausgaben. Software und so weiter will ich jetzt gar nicht mitzählen. Das habe ich im letzten Video aufgezählt. So ein Video machen wir diesmal nicht. Nichtsdestotrotz sprechen wir über die Zahlen, wie gesagt, verdoppelt. Es hat sich alles ungefähr verdoppelt. Die Ausgaben sind bei 3,5. Letztes Jahr habe ich eine Kamera kaufen müssen. Das musste ich dieses Jahr nicht. Hält sich alles ungefähr die Waage. Sprechen wir mal über Werbung. Normalerweise bei YouTube, wenn du 1000 Abonnenten hast, dann kannst du die Werbung schalten. Das hat sich inzwischen auch geändert. Du kannst jetzt schon bei 500 Abonnenten Werbung schalten. Ich habe die Werbung erst bei 5000 geschaltet. Das war irgendwann Mitte November letztes Jahr. Irgendwann um den Dreh rum. Also nicht bei 1000, sondern bei 5000. Und ich hatte gesagt, okay, du machst nur Werbung vor dem Video und nach dem Video. Keine Werbung dazwischen. Das machst du erst bei 10.000 Abonnenten. Ihr merkt, ich bin bei 12 und habe es immer noch nicht gemacht. Wie soll ich es erklären? Es ist zwar okay, es ist eine Einnahme und ich finde sowieso katastrophal, dass in Deutschland niemand Geld verdienen darf und so weiter. Also, wenn jemand arbeitet, soll er Geld verdienen, keine Frage. Nur, ich habe immer noch so da ein bisschen Hemmungen. Jetzt warten wir mal ab. Vielleicht schalte ich sie irgendwann. Im Moment habe ich sie noch nicht zwischen den Videos geschaltet. Was habe ich in dem anderen Video noch so erzählt? Naja, ich habe ein bisschen erzählt, was ich vorhatte. Und eins davon war, dass ich live gehen wollte. Das heißt, ich wollte Live-Sessions machen. Ich habe zwei geschafft dieses Jahr. Ich habe mich equipmentmäßig nochmal verbessert dieses Jahr, was das anbelangt. Und ich habe damals gesagt, vielleicht wird es sowas Ähnliches wie ein Videopodcast. Was da draus geworden ist, wissen wir auch. Die toxische Herrenrunde. Mit Goose von Robot Outdoor haben wir einen Videopodcast gestartet. Und auch hier muss ich nochmal sagen, mein lieber Freund, ich weiß gar nicht, wie man da Danke sagt. Also, einen YouTube-Kanal aufzumachen, ein Video drauf zu haben und 1500 Abonnenten zu haben, ist Wahnsinn. Ich weiß, es gibt Leute, die haben ganz andere Zahlen, aber darum geht mir es nicht. Ich finde das absolut gigantisch und sage auch hier an der Stelle nochmal Danke. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Am 24.12. zweite Folge, Mitte Januar die dritte und so weiter machen wir das. Jeden Monat kommt eine Folge. Es wird Staffeln geben. Jede Staffel hat 7 Folgen. Und darauf bauen wir jetzt auf. Zusätzlich zu Videopodcast auf YouTube gibt es natürlich den Podcast als Audio-Podcast auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Die toxische Herrenrunde, wenn ihr noch nicht reingehört habt. Goose und ich finden ihn gut, vielleicht gefällt er euch ja auch. Ihr könnt ja mal ein Ohr drauf werfen. Tja, über Zahlen haben wir gesprochen, über Einnahmen, über Ausgaben. Mir bleibt jetzt echt nur noch Danke zu sagen, und zwar einmal ganz klar an jeden Einzelnen, der seine Zeit in mich investiert. Aber auch an die Leute, die mir von Anfang an geholfen haben, die mir weiterhelfen, die mit mir eine Kooperation zusammen haben. Da fällt mir als allererstes die Knife Lounge ein. Ich weiß nicht, wie ich da Danke sagen soll. Ich weiß, ich hatte irgendwie 100 oder 200 Abonnenten und die Maxi hat gesagt, sie schickt mir mal zwei Messer rüber. Zum Anschauen, ich kann sie ihr dann wieder zurückschicken. Die Dinger waren irgendwie insgesamt weit über 500 Euro. Einfach dieses Vertrauen, ich werde das niemals vergessen. Und wenn sich jetzt irgendjemand drüber aufregt, das sei Werbung, in jedem meiner Videos steht in der Beschreibung das Wort Werbung mit drin. Macht euch mal keine Gedanken. Ich werde jetzt aber nicht den Anstand, der sich gehört, vergessen, nur weil sich irgendjemand drüber aufregt, dass man auch mal über eine Firma spricht. Dann kommt Dick Johnson, da hatte ich auch 100, 200 Abonnenten. Dick Johnson hat von Anfang an gesagt, uns gefällt, was du machst, wir möchten gerne mit dir zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit ist sehr stark. Da wird auch nächstes Jahr, da sind wir gerade an was ganz Tollem dran. Ich darf natürlich noch nichts verraten, aber haltet da mal die Augen und Ohren offen. Da arbeiten wir schon seit ein paar Monaten an was richtig, richtig Tolle. Dick Johnson ist ein fester Bestandteil dieses Kanals. Es sind natürlich noch andere Shops, wie zum Beispiel Knives and Tools, darf man nicht vergessen.
alle, die Vertrauen in mich gesetzt haben, vielen Dank. Und da darf man auch die Messerhersteller nicht vergessen, also die Hersteller von Taschenmessern. Real Steel ist von Anfang an dabei. Ich mache zu Halloween immer das Kürbisschnitzen mit einem Real Steel Messer. Finden die absolut klasse, von Anfang an setzen die Vertrauen in mich. Civivi und WeKnives sind jetzt seit diesem Jahr dabei und absolut tolle Leute, wirklich genial. Die fragen, was würdest du dir gerne anschauen? Die sagen nicht, du musst das und das machen. Die sagen, hey, hättest du Lust, irgendein Taschenmesser, egal welches das ist. Und wer dazugekommen ist dieses Jahr, CJRB und Artisan Cutlery, vielen herzlichen Dank. Und auch Bestek ist neu dazugekommen. Finde ich klasse. Wirklich, ich bin absolut begeistert, wie viel Vertrauen die in mich setzen. Ich würde es gigantisch finden, wenn ich es vielleicht nächstes Jahr schaffe, dass Kaiser mich nicht ignoriert, sondern vielleicht mit mir zusammenarbeiten möchte. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich nicht gewillt bin, Sachen zu kaufen. Ich habe dieses Jahr den größten Teil von allem, was ich vorgestellt habe, gekauft. Wie gesagt, in meinen Videos steht, egal ob gekauft oder nicht gekauft, unten immer Werbung mit drin, damit man da keine Missverständnisse haben. Ich meine, ich erwähne Preise, ich erwähne Hersteller, ich erwähne Bezugsquellen. Das muss schon alles seine Richtigkeit haben. Jetzt haben wir gesehen, wo wir waren, wir haben gesehen, wo wir sind. Und jetzt stellt sich noch die Frage, wo wollen wir denn hin mit dem Kanal? Das ist eine gute Frage. Ich habe noch nie einen Hehl daraus gemacht, dass wenn ich davon leben könnte und meine Familie davon ernähren könnte, würde ich es machen. Grundsätzlich ist das Ziel, mehr Zeit mit der Familie zu haben. Oder näher an der Familie zu sein. Näher an zu Hause zu sein. Nicht mehr so viel reisen zu müssen. Und wenn mein Sohn in den nächsten Monaten dann nach Hause darf und meine Frau und mein Sohn wieder hier sind, dann wird der Kleine beide Eltern brauchen, und zwar sehr. Und genau darauf arbeite ich hin. Ich weiß nicht, ob YouTube mir die Möglichkeit geben wird oder was anderes, aber das ist das große Ziel. Und was bedeutet das jetzt für uns? Naja, das bedeutet, dass meine Versprechen, die letztes Jahr gegolten haben, dieses Jahr genauso gelten. Bedeutet, ich werde weiterhin alles tun, was ich kann, damit Leute sagen, hey, was du machst, hat Hand und Fuß, wir möchten gerne mit dir zusammenarbeiten. Ich möchte das alles ausbauen. Ich muss gucken, wo das alles hinführt. Ich habe ja auch keine Kristallkugel. Jetzt schauen wir mal, wo diese ganze YouTube-Reise hinführt. Was ich aber weiß, ist, dass ich dankbar bin für jeden Einzelnen von euch, der seine Zeit in mich investiert. Das war eher ein kürzeres Video. Aber ich glaube, heute am 31.12. müsst ihr auch nicht 8 Stunden lang vor der Glotze hocken. Verbringt Zeit mit denen, die euch wichtig sind. Glaubt mir, das ist so viel wert, das ist unbezahlbar. Aber wisst ihr, was am wichtigsten ist? Egal, was ihr macht, lasst euch bitte von nichts und von niemandem jemals unterkriegen. Bis zum nächsten Mal.